selber ließen schon 20, 30 Jahre vorher in Vietnam beobachten, als die US-Truppen dort einmarschiert sind, ist auch der Opiumanbau und das die Heroinproduktion explodiert. Warum? Man musste die ortsansässigen Truppen in Mordorps damit finanzieren. Und den Hintergrund muss man im Kopf haben, wenn man sich wundert, warum Krieg gegen Drogen geführt wird. Die Drogen sind illegal und bleiben illegal, weil sich damit illegale Kriege finanzieren lassen. Und hier auf der nächsten Statistik sehen Sie, warum das so ist. There's no business like drug business, heißt, es gibt auf der Welt kein Produkt, was lukrativer ist als illegalisierte Drogen. Wir haben das hier anhand von zwei Beispielen, von Opium, also den Melonensaft und den Coca-Blätter, für die Sie ein paar hundert Dollar an Rohstoffen ausgeben und dann ein bisschen was an Chemikalien und da jeweils entweder Kokain oder Heroin raus produzieren. Das kostet nicht sehr viel, also das sind ja Kilopreise hier, da sind Sie ein Kilo Kokain. Kokain und bis es dann in den Straßenverkauf, in den Metropolen gelandet ist, sind aus diesen 1000 Dollar 120.000 Dollar geworden. Und es gibt kein anderes Produkt, was solche Handelsspannen aufweist. Und wenn Sie genau die Zahlen von sich hier angucken, dann sehen Sie auch, wo das eigentliche Geschäft mit Drogen gemacht wird. Thank you.
anderen Substanzen. Und die sitzen da und füllen der privaten Gefängnisindustrie die Kassen. Sie können mittlerweile die Aktien an der Börse kaufen von einigen dieser Firmen. Und die gehören gleichzeitig auch zu den höchsten Spendern der ehemaligen Präsidentschaftskandidaten. Und zwar auf beiden Seiten, um sicherzustellen, dass auf jeden Fall ihre Belegschaftsquote in den privaten Knästen bleibt. Und dieses Prison for Profit spielt auch eine wichtige Rolle. Das ist ein riesiges Geschäft. Medizinische Geschichte noch nie im Todesfall registriert.
Artikel gesagt in Deutschland. Und da sehen Sie, am Ende 2015 sind wir wieder sozusagen in der Spitze angelangt mit über 230.000 Strafverfahren wegen illegalisierter Substanzen. Und die eigentliche Spitze war 2004. Etwas abgenommen und jetzt zieht es wieder an. Das heißt, die Repression gegen Drogen, die Fortsetzung dieser falschen und destruktiven Drogenpolitik, die wird sogar noch verschärft. Und wenn so allgemein der Eindruck entsteht, naja, jetzt ist in den USA schon Marihuana liberalisiert, in Portugal, in Uruguay und in anderen Ländern eine Kriminalisierung als hervorragende Zahlen und Daten und die Gesundheits- und Sozialpolitiker sind happy damit. Das ist doch hier auch bald kommen. Also diese Zahlen sagen was ganz anderes. Es wird hier härter und stärker prohibitioniert als je zuvor. Und da mögen einige linke oder grüne Politiker was anderes wünschen oder sagen, die Realität, das ist die Polizei und das ist die Staatsanwaltschaft, die entspricht leider einer anderen Sprache. Nun sieht man immer wieder, und ich kriege das auch zu hören, Podiumsdiskussionen darüber diskutiert, ja, aber die meisten Verfahren werden doch eingestellt, gerade bei Cannabis. Zum einen, also von diesen 230.000 treffen 60% an Cannabis Marihuana. Und von diesen 60%, also der fast zwei Drittel, es sind nur 60%, von diesen zwei Dritteln, die mit dem Cannabis bezogen sind, sind wiederum 85 oder 82, ich habe es gerade nicht im Kopf, Konsumbezogen. Also das sind nicht irgendwelche Großdealer, die mit Lastwagen voller Haschisch durch die Gegend fahren, sondern das sind Konsumenten, ganz normale Menschen, und die werden erwischt und kriegen, wenn sie kein Strafverfahren kriegen, dann Schikanen mit dem Führerschein und Entzug und so weiter. Da gibt es ein interessantes Buch zu, da ist das Vorwort immer Cannabis im Führerschein. Das ist auch völlig absurd. Wir haben in Deutschland Grenzwerte, die sind ein Zehntel dessen, was in den USA als Grenzwert gilt fürs Autofahren. Also sprich, wenn jemand in so eine Kontrolle kommt und da wird eine Messung veranstaltet, dann muss der überhaupt nicht berauscht sein, spürt auch überhaupt nichts davon, kann aber dieses reine Nahrungsmittel im Blut haben und dann wird es auf den Führerschein abgenommen. Das sind 50.000 Fälle allein im Jahr. Völlig sachgemäß und wie gesagt, basierend auf einem Grenzwert, der hier seit den 90er Jahren gilt, jetzt in Amerika 10-mal so hoch. Und dass jetzt in Colorado zum Beispiel mehr Verkehrsunfälle es gegeben hätte, wie im Gegenteil. Die Leute fahren ja langsamer in den Defizienten, ja, anders als die Metropolen, die sich überschätzen und dann die Unfälle produzieren. Es gibt diese wunderbare Studie aus den 90er Jahren, die Drug Enforcement Agency, die amerikanische, wollte das testen, wie ist es, wenn die Leute bekifft Auto fahren. Und die wollten es nicht so quasi im Labor, sondern im Echtzeitverkehr. Dann haben sie in Amerika keine Versicherung gefunden, die den Versuch versichern wollte. Und dann wurde der nach Holland an die Universität Utrecht gegeben. Die Holländer haben da kein Problem mit gehabt. Ist durchgeführt. Drei Kontrollgruppen, eine war nüchtern, eine hat einen Joint gekriegt und die andere musste bis knapp unter die Promillegrenze Bier trinken. Also. Und dann wurden die mit einem Fahrer nebenan, der genau notiert hat, wie die Leute fahren, auf den Verkehr losgelassen. Und die Wissenschaftler haben dann ihre Studie gemacht und das Ergebnis war, dass die Alkoholgruppe am schlechtesten war und am schlechtesten gefahren ist und die Cannabisgruppe am langsamsten und am vorsichtigsten. Und dann haben sie das eingereicht und dann hat die DEA die Studie in Köln zurückgeschickt und hat gesagt, ja, das Ergebnis wollten wir ja nicht. Das Ergebnis der Studie hat nicht gepasst und das liegt daran, dass sie zu wenig Cannabis hatten. Bitte nochmal wiederholen, jetzt zwei große Joints. Und dann haben sie das nochmal wiederholt mit zwei. Und was passiert? Die Bekifften sind
hatten mittlerweile 42 Aufnahmen. Da bekam ich Anrufe von Ärzten, die sagten, Herr Wolters, bei mir im Wartezimmer sitzen Leute mit ihrem gelben Buch da und die wollen jetzt Cannabis verschrieben haben. Ich habe Medizin und Pharmakologie studiert, ich habe da noch nie ein Sterbenswort von gehört. Haben Sie sich das alles ausgedacht? Und ich habe gesagt, nee, wo müssen wir finden, es ist doch alles dokumentiert und so weiter. Also vor 20 Jahren war diese medizinische Wirkung nahezu unbekannt und in den ersten Besprechungen des Buchs wurde mir auch oder uns auch vorgeworfen, ja, wir würden das alles nur erfinden, weil wir nur ein Buch kiffen wollen. Das sind irgendwie so ein paar Hippies, die wollen, die erzählen uns hier einen von Medizin und von Rohstoffen und von Ökologie, aber eigentlich geht es mir darum gar nicht. Und das hat sich ja mittlerweile geändert. Also das weiß so mittlerweile jeder. Das Hanf, die universellste Nutzpflanze ist, die wir haben auf der Erde. Und es gibt, ich habe vor einem Jahr einen Workshop moderiert mit Ärzten und Pharmakologen in der Schweiz zu der Medizinfrage, die hier auch vor zwei Tagen diskutiert wurde. Und da sagt mir einer, es gibt im Moment in der pharmakologischen Forschung überhaupt keinen Naturstoff, der stärker im Interesse steht als Cannabinoide. THC und CBD. THC und CBD sind ja die bekanntesten, aber es gibt noch zwei, drei Dutzend andere, die noch kaum erforscht sind. Das ist ja, ein hochspannender Aspekt. Dennoch haben Patienten in Deutschland, und das war ja vor zwei Jahren auch Thema, immer noch Probleme. Und wer sich einfach auf seinem Balkon oder im Garten da zwei Pflanzen anbaut, weil er die aus medizinischen Gründen möchte, der hat immer noch die Polizei und lässt sich den Knast zu fürchten. Und das ist einfach krank und pervers und muss schnellstens geändert werden. Selbst jetzt gerade wieder in den USA sind viele, und es geht auch quer durch alle Parteien. Und ich hoffe, dass jetzt demnächst mal auch in der CSU ein paar schwer Krebskranke, nicht, dass ich den Leuten Böses wünsche, aber dass die mal die Erfahrung machen, wie Cannabis zum Beispiel ihre Übelkeit bei der Chemo und bei anderen Sachen ja, wirklich segensreich ist und keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Dass das hier politisch sich dringend ändern muss, liegt auf der Hand, vor allem hin und sofort für die Patienten. Ja, die Prohibition funktioniert bis heute nicht. Die Prohibition schafft mehr Probleme, als sie löst. Natürlich muss man, und wissen wir, wenn wir Drogen legalisieren, und ich rede nicht nur über Cannabis, sondern ich rede über alle, uns überlegen, wie wir das tun. Und so schön es ist, was jetzt in den USA, in den ersten Bundesstaaten passiert, so skeptisch sehe ich es auch, weil da die Amerikaner mal wieder machen, was sie wirklich großartig und am besten können, was aber auch an den gleich höheren Schreck anjagt, nämlich Business. Und also ich finde, da müssen wir das nicht mehr in Europa mit der Legalisierung anders machen. Ich will nicht, dass Cannabis oder auch
einfach durchsetzen. Das geht nicht anders. Wenn Cannabis legalisiert wird, kann es natürlich auch nicht so laufen, dass Philip Morris das dann übernimmt und damit genauso abzockt wie mit Tabak. Also Werbeverbote sind unabdingbar. Und die USA sind da ja, ja sehr viel liberaler, was diese Geschäftspraktiken angeht. Und da finde ich, sollten wir uns kein Vorbild annehmen. Andererseits, in dem Gesetz, was in Washington State beschlossen ist, in den USA, gibt es einen Punkt, den ich sehr vorbildhaft finde, nämlich dort ist festgelegt, was mit den Steuern zu passieren hat, die jetzt über den legalen Verkauf von Drogen in die Staatskasse gespült werden. Ja, wenn da auch nur wieder, was weiß ich, in den USA das Militär von finanziert wird, festgelegt, dass alles, was über Marihuana-Steuern reinkommt, für Bildung, für Aufklärung und für Prävention verwendet wird. Also für soziale, für Bildungszwecke. Wir können Leute nicht mit der Polizei und mit dem Gefängnis vom Drogenkonsum abhalten. Wir können sie abhalten, wenn wir sie A, vernünftig aufklären, darüber, was die Drogen machen und was sie dann machen, und B, irgendwo
ja, ein Problem ist, da ranzukommen. Und es ist wirklich höchste Zeit, dass Handfühlen wieder in die Apotheke kommen, so wie die Kamille und wie alle anderen Heilpflanzen auch, wo man die für wenig Geld kaufen kann. Ich habe damals in dem Buch schon geschrieben, vor 25 Jahren, das Problem von Hanf ist, man kann ihn nicht patentieren und er ist zu billig. Was glauben Sie, was los wäre, wenn man da in Versuchung der jetzt schon so Kamerinoidabkömmlinge mit einem Patent drauf zu machen, in der Hoffnung, dass sie dann da teure Arzneimittel draus basteln können, die Pharmakonzerne. Er ist zu billig, er wächst in jedem Blumenkasten, braucht auch überhaupt keine besondere Pflege oder sonst was, Wasser, Sonne, Erde und hat keine Schädlinge in aller Regel. Wir sind ja in Deutschland hier auch ein Pharma-Standort. Wir haben das Heroin erfunden und das Kokain erfunden. Das sind ja beides Produkte von deutschen Firmen. Und haben hier ein Bundesamt für Arzneimittel, was ja eben für diese ganze Zulassung im medizinischen Bereich zuständig ist und auch überhaupt ein wichtiges Wort mitreden, wenn es um Cannabis speziell geht. Und die Lobbys sind entsprechend gestrickt. Und Hanf hat immer noch eine viel zu schwache Lobby. Die Pharmaindustrie ist mit Millionen und Milliarden gestopft. Und die Hempfinger müssen sich mit Gerichtsverfahren bis hin zum Verfassungsgericht irgendwie das Recht erstreiten, dass, obwohl sie todkrank sind, sie verdammt nochmal die Pflanze ihrer Wahl und die Medizin ihrer Wahl besitzen dürfen und auch in ihren Garten anbauen dürfen. Das ist wirklich krank, diese Art von Gesundheitssystem, und das muss geändert werden. Und ich kann euch und Sie nur auffordern, dafür einzustehen und zu kämpfen, weil wenn wir einfach nur umsetzen und kiffen, wird sich nichts tun. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, gibt es den Saal? Wenn noch jemand eine dringende Frage hat, dann können Sie die stellen.
gewisse abfällige über die Pharmaindustrie geredet. Die ist zwar auch in beiden Teilen kritisierenswert, aber gibt natürlich auch vernünftige. Und was die Hanfmedizin angeht, ist mit dem Zusammenarbeit. Die eigentlich spannende Sache ist aber doch, wir müssen durchsetzen, dass jeder Mensch verdammt normal für sich 2 oder 3 oder 5 Hanfpflanzen anbauen darf. Damit ist doch das gesamte Problem erledigt. Jeder kann sich noch auf seinen Balkon oder auf seiner Fensterbank Pflänzchen wachsen lassen. Ja? Und wer es nicht kann, der kann wie in Amerika jemanden beauftragen, der es hier anbaut. Das ist wirklich einfach machbar. Und das kann man einfach durchsetzen. Und dass das nicht funktioniert hier bei uns, wenn es sogar in den USA funktioniert, das hat wirklich nicht mehr mit dem Lobbyismus, glaube ich, zu tun, der dann noch jetzt kann man schon die Apothekerinnung, kommt dann auch schon an und sagt, ja, aber wenn, das ist hier gerade dann nur in Apotheken, weil das ist ja jetzt ein Allmittel. Und vorher gab es nur am Schwarzmarkt und dann nur in Apotheken. Da würde ich sagen, oder das müsste man nicht sagen, ja, okay, wegen mir, aber jede Privatperson soll das für sich anbauen dürfen. Und ja, das wäre meines Erachtens die einfachste Lösung. Vom Feld sozusagen in die Wege reingekommen.
bis heute läuft. Zuerst mal gab es keine Maschinen, um den Hanf überhaupt zu ernten. Sie wissen ja, das ist eine Pflanze, die geht so hoch wie die Decke. Und als die erste Hanfernte 96 war, dann sind wir rausgefahren zu den Bauern. Ich hatte Fernsehen gestellt, RTL, und da war ein Riesenbohai. Und der Bauer wollte jetzt nur zum ersten Mal diese 4 Meter hohe Pflanze ernten. Kommt mit seinem Traktor und seinem Hebel an. Die Fernsehkamera läuft und wir stehen da immer ganz aufgeregt. Zwei Meter, dann ist das Messer kaputt von dem Traktor, weil ja, mit einem einfachen Drehbalken kann man so eine richtige Pflanze mit den Hanf nicht umlegen. Es hat dann Jahre gedauert, bis überhaupt wieder Erntemaschinen und Gerätschaften da waren, dass man den Hanf überhaupt verarbeiten kann. Und daran krankte das Ganze noch heute. Und die Illegalität hat dann weiterhin dafür gesorgt, dass die Bauern eben auch Blutstücke sorgen, einfach für so zweimal im Jahr vorbei zum Blätter haben. Also es ist ein bürokratischer Aufwand, auch der Nutzhanf. Und deshalb ist er noch nicht in Schwung gekommen. Ich wünsche mir aber für Europa so ungefähr 1 Million Hektar Hanf. Es ist im Übrigen viel besser als Raps, den wir jetzt überall kennen. Sehen, sieht toll aus, aber wird gespritzt und so weiter und so weiter. Hanf braucht bekanntlich keine Pestizide und so weiter. Wäre der viel bessere Rohstoff. Aber ich bin da auch so wunderbar, die Pflanze ist pessimistisch oder skeptisch, dass das schnell passiert, weil solange die Legalisierung nicht da ist,